So Leute, ich zeige euch heute ein neues Challenger Deck, Flash of the Pharaoh City. Wie ich finde, das beste Challenger Deck von 2020. Man hat mal hier mal alles zueinander gerissen. Finde ich tatsächlich das Beste, nicht nur, auch vom, nicht nur vom Value her, sondern auch von der Spielstärke und so weiter und so fort. Ich habe jetzt schon zwei Challenger Decks aufgemacht. Einmal ein übrig geblieben, zweimal ein übrig gebliebenes. Und diesmal durfte ich mir auch eins aussuchen, weil genug da waren. Und dann habe ich mir hier das ausgesucht. So, wir haben wahrscheinlich einen Würfel. Da ist kein Würfel drin. What? Haben die sich den Würfel geklemmt? Deckbox, Doubles. Es gibt keinen Würfel mehr. Mein Gott, wie unfair. Dann haben wir das Sideboard. Das Mainboard. Direkt vorne schon. Dann the Your Resource for Magic. What comes next? Friday Night. Ja, Friday Night war zu dem Zeitpunkt, wo dieses Produkt rauskam, ein bisschen schwierig. Ist auch schon ein bisschen her. Und gut, passiert. Flash of the Pharaoh City. Gucken wir uns mal an, was hier drin war. Wir gehen mal erstmal durchs Mainboard. Ich sehe schon ganz oben drauf der Brazen Borrower. Ah, wunderschöne Karte. Kann man da 3-1, Flash fliegend, kann nur fliegende Kreaturen blocken und man kann für 2 Mana Petty Theft machen, um einen Non-Creature Permanent zu bouncen. Damals richtig großes Ding. Dann haben wir ein Nightpack Ambusher. 4 Mana 4-4 mit Flash, Werwölfe und Wölfe kriegen +1/+1 und zu jedem Endstep, wo man keinen Zauber gecastet hat, kriegt man einen Wolf. Davon haben wir 4 Stück. Okay. Wavebreak Hippocamp. Als One-Off 3-2-2. Immer wenn den ersten Zauber im Gegnerzug spielt, zieht man eine Karte. Ist nicht so schlecht. Wildborn Perverser. 2-2-2 Flash Reach. Und immer wenn Nicht-Human unter euren Kontrollen ins Spiel kommt, könnt ihr X bezahlen. Wenn ihr das tut, kommen da so viele Marken drauf. Ein ganzes Playset. Nice. Tassas Intervention. 2 blaue und X Instant. Entweder gucken wir die obersten X-Karten unseres Decks an, nehmen 2 davon auf die Hand und den Rest unter das Deck. Oder wir countern Zauber, seine Wäschezahl 2x. Castle Ventress. Land kommt enterhaupt ins Spiel, wenn wir eine Insel kontrollieren. Tappen für ein blaues und für 4 Mana Scry 2. Und Fable Peshet. Alter, das war damals richtig gut. Tappen, Opfer, man besucht sein Deck nach einem Standardland. Prinz getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert 4 Länder. Dann kommt das enterhaupt ins Spiel, also dann enttappt man es. Temple of Mystery, ja, kommt getappt ins Spiel, Scry 1, 2 Stück sogar, nicht schlecht. Brimbrown Cutthroat, 2-2-1 Flash, immer wenn man im Gegnerzug einen Zauber spielt, kriegt er eine +1/+1 Marke, wahrscheinlich ein Playset, ja, ist die wichtigste Karte meiner Meinung nach im Deck. Dann haben wir Freelded Mystic, 4-3-2 Flash, wenn er ins Spiel verkommt, countert man einen Spell, den haben wir auch 4-mal drin, krass. Spectre Sailor, 1 Mana, 1-1, Flash fliegen, für 4 Mana kann man eine Karte ziehen. Opt, wahrscheinlich auch ein Playset, für ein blaues, Scry, Draw a Card. Quench, 2 Mana, man kontert einen Zauber, sein der Wäsche zahlt 2 Mana mehr. Da gab es wahrscheinlich bessere Versionen von. Finstere Sabotage, 3 Mana, Counter Target Spell mit Surveil. Okay. Unsummon, man returnt eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers. Ja, Waterfalls kommen getappt ins Spiel, geben dir ein Leben. Und Forest, Inseln, Wolf. Wolf. Wow, schön die Double-Sided Token erwähnt. Ja, super sinnlos. Gucken wir uns mal das Sideboard an. Vom Sideboard her würde ich sagen, Shifting Ceratops ist eine gute Karte. 4 Mana, 5-4, kann nicht gekontert werden. Schutz vor Blau, für ein grünes Mana kriegt der Eile, Trampel oder Wachsamkeit, oder Reach, also Reichweite bis meines Zuges.
Zwei Stück, drei Stück davon. Wow. Either Gust, 2 Mana Instant, man wählt einen Spell und permanent ist das rot oder grün ist und legt es oben aufs Deck oder unters Deck. Das ist ziemlich gut gegen die aktuellen Planeswalker. Oko. Disdainful Stroke, 2 Mana Instant, Counter-Target Spell mit Mana-Kosten 4 oder höher. Zwei Stück. Mystical Dispute ist hier drin, nice. 3 Mana. Aber wird gekontert, seine Wäsche zahlt 3 Mana mehr. Gegen blaue Spells kostet der 2 Mana weniger. Negate, Counter-Target Non-Creature Spell. Und, was bist du denn? Thrandary Singer, 2 Mana 1-3, Flash fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur minus X minus 0 bis zum Ende des Zuges, wobei X Devotion zu blau ist. Ha! Ja, Flash of the Pharaoh City. Ganz, ganz schnell durchgegangen, weil es echt eine Menge Forfs sind. Ich liebe ja diese Challenger-Decks. Ich finde die Idee davon super gut. Ich fand auch das erste super gut. Das habe ich hier auf dem Channel irgendwann mal aufgemacht. Das war dieses Modern irgendwas. Und ich finde, hier kann man viel draus machen. Man kann halt auch gerade mit diesem Fabled Passage und dem Brazen Burrow mit dem Value gut haushalten, je nachdem, wie viel man natürlich für das ganze Ding bezahlt hat. Aber grundsätzlich ist es einfach ein solides Deck, tatsächlich. Ist halt nicht mehr standardlegal. Aber wen interessiert schon Stand? Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alexit. Ciao, ciao.